HTC hat mit dem Desire 820 auf der IFA sein neues Mittelklasse-Modell vorgestellt. Im Gegensatz zum Flaggschiff One M8 ist sein Gehäuse aus Kunststoff verbaut, fühlt sich dennoch hochwertig an, es ist durchgehend, es gibt keinerlei Übergänge hier, hier stört eigentlich nichts. Es ist relativ dünn, etwas weniger als 8 mm und mit 150 Gramm relativ leicht für ein Smartphone mit 5,5 Zoll Display. HTC hüpft hier auch auf den Selfie-Trend auf und hat eine 8-Megapixel-Frontkamera verbaut, die besonders gute Fotos von mir jetzt in diesem Fall machen soll. Mit einigen Softwarefunktionen will HTC den Selfie-Fotografen das Leben erleichtern. Beispielsweise gibt es jetzt eine sogenannte Photomorph-Funktion, mit der ich zwei Gesichter miteinander verbinden kann. Dazu gehe ich hier auf die Effekte, gehe auf Face Fusion, wähle mein Gesicht aus, hole mir ein zweites Gesicht dazu und schon kann ich stufenlos den Übergang von einem Gesicht zum anderen einstellen.